So, da haben wir den nächsten Car-Klinik Action Camper. VW T6.1 mit unserem Action Camp 1.0 Ausbau. Den zeige ich euch gleich mal drinne. Auch wieder mit Open Sky Zeltbalk. Ein paar schöne Alufelgen mit Spurverbreiterung hat er bekommen. Kurzer Radstand. Gehen wir einmal rum. Hinten zwei tolle Aufstellfenster in den Heckflügeltüren. Eine 150 Watt Solaranlage. C-Schienen auf dem Aufstelldach für ein Dachträgersystem ist montiert. Ringsrum unsere Echtglas-Schiebefenster mit hinten Verblendungsscheiben drinnen für die Optik. Multiweights links und rechts für Sonnensegel, Busvorzelte, Markisen kann man noch nachrüsten. Wir haben hier einen VW T6.1. Wir bauen diese Fahrzeuge hier bei uns in der Car-Klinik Uelzen um. Gucken wir mal einmal hinein. So, der Kunde hat sich den Car-Klinik Action Camp 1.0 Ausbau gewünscht in Anthrazit. Und zwar haben wir hier keinen Frontkühlschrank wie bei dem Action Camp 2.0, sondern wir haben den 1.0 Ausbau. Wir haben hier unten einmal unseren Frischwassertank für die Spüle oder Kanister, zwei Schubladen, unsere Rollos und wir haben hier hinten bei dem Action Camp 1.0 Ausbau unseren Kissmann, den Kompressorkühlschrank hinten im Schrank drinne. Da haben wir ihn. Läuft auch gerade Probe. Hinten in dem Kleiderschrank versteckt. Wie bei allen Action Camp 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 haben wir unsere Einlegefächer über der Küche, drei Stück an der Zahl. Auch hier arbeiten wir gasanlagenfrei. Wir arbeiten mit unserem Dieselkoch Zeranfeld von der Firma Wallers. Den stellen wir aber noch mal in ein extra Video euch zur Verfügung. Unsere Spüle mit Glasabdeckung ist dabei. Steckdosen, 12 Volt, USB, 230 Volt, Lichtschalter, Lichtanlage, LED-Beleuchtung. Wir haben hier auch unsere Raimo V3000 Schlafsitzbank wieder mit im Programm, die wir auch schon öfters vorgestellt haben. Gehen wir einmal rum. Gucken wir uns mal hinten an. Hier haben wir noch Befestigung für das Schienensystem. Das Heckboard von der Raimo Schlafsitzbank V3000. Da unten haben wir den Tisch versteckt. Die Aufstellfenster hinten in den Türen haben Moskitonetz versteckt und auch Verdunklung beidseitig. Oben haben wir das Aufstelldach mit Open Sky Zeltbike und dem Bett, was man einfach runterklappen kann, haben wir auch schon öfters vorgestellt. Kommt gerne mal rum. Bei uns hier in Uelzen gibt es immer was zu sehen. Wir können auch mal durch die Werkstatt durchgehen, wo wir die ganzen Autos bauen. Wir können uns Ausbauten anschauen. Wir können uns Informationen über Aufstelldächer hier geben. Drehkonsolen können wir anbieten. Wir haben hier ein T6.1.
kurzen Radstand mit unserem Action Camp oder K-Klinik Action Camp 1.0 Ausbau mit dem Kissmann hinten links im Kleiderschrank drinne. Multirate links und rechts für Sonnensegel, Busvorzelte, Markisen kann man noch nachrüsten. Man kann das Auto mit Alufelgen ausstatten. Fragt gerne bei uns an. Wir sind jederzeit da per E-Mail, per Internet, per Telefon, WhatsApp, YouTube. Kommt gerne mal rum, wir freuen uns. Bis bald. Ciao.